Seien Sie gegrüßt. Der fünfte Sonntag nach dem Osterfest. Er trägt den Namen Rogat. Ein Vers aus dem 66. Psalm. Gepriesen sei Gott. Mein Gebet hat er nicht abgewiesen und seine Güte nicht von mir genommen. Wie wir heute beten können, darum geht es. Und im Mittelpunkt steht überhaupt das Gebet. Jesus selbst hat gelehrt, auf rechte Art und Weise zu beten. So wie gewohnt, dürfen wir immer noch nicht Gottesdienste feiern. Wir können aber in den Häusern des Herrn zusammenkommen, ganz vorsichtig Gemeinschaft leben. Und darum haben wir die ganze Zeit gebetet. Die groteske Situation, die überwinden wir. Und in meinem täglichen Gebet bitte ich Gott um Kraft für meine Arbeit und um Zuversicht für uns alle. Wir halten jetzt inne. Wir bleiben dabei, dein ist das Reich. Wir sind geborgen bei dir und dein ist die Kraft. Bei dir finden wir das, was wir zu einem Anfang mit uns selbst und mit der Welt benötigen. Du allein bist herrlich und dir singen wir Loblied. Amen. Worte aus dem 95. Psalm. Auch wir wollen dem Herrn zujubeln. Lass den Fels unserer Rettung hochleben. Wir wollen mit Dank vor sein Angesicht treten. Lass ihn mit unseren Gesängen hochleben. Denn ein großer Gott ist der Herr und ein großer König über alle Götter. Auch wir wollen dem Herrn zujubeln. Lass den Fels unserer Rettung hochleben. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind sein Besitz. Ihm gehört das Meer. Er selbst hat es gemacht. Und das Land. Seine Hände haben es geformt. Auf, wir wollen dem Herrn zujubeln. Lass den Fels unserer Rettung hochleben. Kommt, wir wollen niederfallen und beten. Lasst uns vor dem Herrn niederknien, vor unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Die Schafe, die er auf seinem Weideland führt. Auf, wir wollen dem Herrn zujubeln. Lass den Fels unserer Rettung hochleben. Thank you.
Jesus Christus, wenn wir uns in deinem Namen verbunden wissen, dann bist du mitten unter uns. Du gesellst dich zu denen, die dir nachfolgen wollen, sich aber dabei doch so ungeschickt anstellen. Wir vertrauen auf dich, dass du bei uns bist, wann immer dein Wort erklingt. Wenn wir ein Lied anstimmen, dich loben, zu dir beten, dann segne unser Reden und Hören. Denn du bist unser Herr und Gott heute und alle Tage. Amen. Erschrocken. Wann habe ich zuletzt deine Nähe gesucht? Traue ich der Kraft des Gebetes etwas zu? Gedankenlos in den Tag hineingelebt. Zu oft, zu lange. Gott, sei mir ganz wichtig. Im Alltag, bei der Arbeit, in meinem Dienst und in der Freizeit. Ich klage über die Umstände, aber du bist mir nahe, verlässt mich nicht, wartest auf meine Worte. Habe ich deine Gnade verdient? Evangelium steht in Johannes im 16. Kapitel. Jesus Christus spricht: An diesem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen, das sage ich euch. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr in meinem Namen noch um nichts gebeten. Bittet und ihr werdet es bekommen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich habe euch das alles in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde,
wenn ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden werde. Dann werde ich zu euch offen und unverhüllt vom Vater reden. An dem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Aber ich sage nicht, dass ich den Vater dann für euch bitten werde. Denn der Vater selbst liebt euch ja, weil ihr mich geliebt habt. Und ihr seid zum Glauben gekommen, dass ich vom Vater gekommen bin. Ja, vom Vater her bin ich in diese Welt gekommen. Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe diese Welt besiegt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Zu wenig über das Leben nachgedacht wird. Und dem Gebet auch viel zu wenig zugetraut wird. Dabei ist doch vorgesehen, dass jede Gruppe, jeder Kreis mit einem Gebet beginnt. Und mit einem schließt. Die Wirklichkeit sieht vielerorts ganz anders aus. Dabei ist doch das Gebet nicht alleine eine Form des Innehaltens. Auch nicht eine Form der Zwiesprache mit Gott allein, sondern in meinen Augen auch eine Möglichkeit des Bekennens. Wir sind zusammen im Namen des Herrn. Wir sind keine Partei, keine Interessengemeinschaft, kein Verein. Wir sind Gemeinde, die sich zu dem einen bekennt. Der 66. Psalm klingt mir noch in den Ohren. Mein Gebet hat er nicht abgewiesen. Und seine Güte nicht von mir genommen. Aus diesen Worten spricht eine tiefe Gotteserfahrung. Eine Erfahrung, die wir vielleicht so noch gar nicht gemacht haben. So etwas lernt man auch nicht aus Büchern. Im Leben hat sich da etwas ereignet, etwas, das dann alles verändert hat. Unter Umständen sollten wir auch nach Gottes Begegnungen Ausschau halten. Wann habe ich bewusst Ja zu Gott gesagt? Das klingt aber sehr fromm. Ja, ist Frömmigkeit etwas Negatives? Es kommt immer darauf an, wie diese gelebt wird. Wenn ich den anderen, die andere, mit meiner Art zu glauben ausschließe, die Tür vor der Nase mit zu vielen Gesetzlichkeiten und Vorschriften zuschließe, so ist das etwas, was der Gotteswillen widerspricht. Du plädierst für eine freie Form der Frömmigkeit, die sich auch im Gebet Gott nähert, aber keinesfalls und keineswegs einschränkende, beschränkende Vorschriften entwirft. Genau. Fromm bin ich aus dem Herzen heraus. Glaube will gelebt sein und seine Kraft aus dem Gebet ziehen. Ich denke da
an die von dir verlesenen Worte aus dem Evangelium nach Johannes. Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Bittet und ihr werdet es bekommen. Weißt du, worin der Ursprung allen Lebens eigentlich besteht? Lass mich mal nachdenken. In der Erkenntnis, dass ich mich nicht mir selbst verlange. Gott ist es, der uns geleitet, der uns begleitet. Ihm wende ich mich ja auch im Gebet zu. Ich bete, weil ich fühle, dass ich fühle und erkenne, dass ich mein Leben nicht selbst in der Hand halte. Und wenn Menschen nun keine eigenen Worte für das Gebet finden, was ist dann? Die Bibel ist ein reicher Schatz. In den Psalmen finden wir Gebete, in anderen von Propheten und Aposteln verfassten Büchern ebenso. Und nicht zuletzt das Gebet des Herrn. Klarer und wahrer können wir nicht beten oder eben auch seufzen. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erde. Mir ist es wichtig, mit meinen Kindern, in der Familie, in meinen Gemeindegruppen zu beten und dabei auch eigene Worte zu finden. Das eine schließt ja auch das andere nicht aus. Eigene Worte zu finden ist gut und richtig, drückt ja auch den ganz persönlichen Glauben aus und dann das Ganze einmünden lassen. In das, was uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Rituale, formelhafte Bekenntnisse und Gebete haben ihre Berechtigung, müssen aber jeweils in die Zeit transportiert werden. Ich beobachte aber gerade bei älteren Menschen, dass diese sich an dem einmal auswendig Gelernten am Ende festhalten und dieses rezitieren. Wenn ich in die Kindertagesstätte gehe, bete ich mit den Kindern ein Morgengebet. Wir kehren an den Anfang zurück. Jede Gemeindegruppe und jeder Kreis sollte mit einem Gebet beginnen und auch schließen. Für mich schließt das bewusstes Sprechen mit ein. Ja, und nicht das Herunterrattern von Vokabeln. Richtig. Sonst würden wir plappern wie die Heiden. Das Beten gehörte in der Zeit des historischen Jesus für die meisten Menschen in Israel zum täglichen Leben. Zusammen mit dem regelmäßigen Fasten und dem Almosengebet ist das Gebet Ausdruck des eigenen Glaubens. In der Bergpredigt spricht er davon, worum es Jesus dabei geht, dass man nicht angeben soll. Dafür ist weder das Spenden, noch das Beten, noch das Fasten gut. Jesus sagt, achtet darauf, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Er ruft dazu auf, im Verborgenen zu spenden, zu beten und zu fasten. Nur in der ganz persönlichen Verbindung zu Gott. Aber hat das gemeinsam Gesprochene nicht auch seinen Wert? Durchaus. Es geht Jesus um die Prahlerei. Man soll da nicht angeben. Also nicht laut tönen. Ich spende mehr als die anderen. Meine Art zu fasten ist dem Charakter des anderen um mich herum überlegen. Oder die Worte, die ich zu meinem Gebet forme, sind einzigartig. Ja, ich denke, so erhält das Ganze seinen Sinn. Es ist schön, wenn ich immer wieder neue Sichtweisen aus Altbekannten entdecke. Die Bibel und ihre Inhalte müssen stets aufs Neue bedacht werden. Bedacht und entdeckt und in die Gegenwart transportiert. Gute Traditionen bewahren und Entdeckungen wagen. So können wir im Gebet den guten Weg des Glaubens gehen. Ich habe eine Idee. Wollen wir mit einem Gebet schließen? Das ist eine gute Idee. Gott, das Laute nimmt schon wieder zu. Hilf uns, dass wir das Leise bewahren
Gott, hilf uns, dass wir uns weiter mit Achtung und Respekt begegnen. Gott, hilf uns, nicht immer gleich zu bewerten und zu verurteilen. Gott, hilf uns, dass wir Freude verbreiten. Gott, hilf uns, dass wir nicht in Egoismus verfallen. Gott, lass uns alles, was wir tun, ein Dienst für dich sein. Gott, lass uns beten mit Herz und mit Hand. Wir halten Fürbitte. Jesus Christus, du hast uns gelehrt, wie wir beten können. Darum kommen wir zu dir und beten dich an, zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist, und rufen: Vater unser im Himmel. Erschrocken sind wir darüber, wie oft dein Name missbraucht wird. Menschen führen in deinem Namen Kriege, üben Hass und Gewalt. Wir bitten dich, dass wir und alle Verantwortlichen lernen, in Wort und Tat dich zu ehren und zu fürchten. Darum beten wir: Geheiligt werde dein Name. Wir sehen Leid und Unfrieden in vielen Ländern der Erde, aber auch bei uns und in unserer unmittelbaren Umgebung. Wir bitten um Frieden und Gerechtigkeit und beten: Dein Reich komme. Wir sehen, wie die ganze Schöpfung ächzt durch unsere Ausbeutung. Wir sehen die Zerstörung der Regenwälder und die Gefährdung des Klimas. Wir bitten für deine ganze Schöpfung: Wasser, Erde und Luft, für die Pflanzen und Tiere, und rufen zu dir: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. So vielen Menschen fehlt es am nötigsten zum Leben: Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf und die Zuwendung von anderen Menschen. Für sie alle und auch für uns bitten wir dich: Unser tägliches Brot gib uns heute. Immer wieder werden wir schuldig an dir und an unseren Mitmenschen, manchmal gewollt, manchmal ohne Absicht verletzen wir uns. Wir bitten dich für uns alle, die wir schuldig werden und die wir unbarmherzig sind im Umgang mit anderen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Macht, Geld und Reichtum, das sind die Versuchungen, die uns so viele dazu treiben, zu tun, was nicht gut ist. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, aber auch für jede und für jeden von uns. Führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. All das, was uns sonst bewegt, bringen wir nun in der Stille vor dich. Und so vertrauen wir uns miteinander dir an und preisen dich. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir stellen uns unter den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Ich möchte mich bei all jenen bedanken, die die Gemeinden über die Zeit unterstützen. Gott segne Gebergaben und Aufgaben. Und noch immer haben Sie die Möglichkeit, unseren Gemeinden, der Evangelischen Melanchthon-Kirchengemeinde und der Evangelischen Nathan-Söderblom-Kirchengemeinde, etwas zukommen zu lassen. Das ist ganz einfach. Sie müssen natürlich die jeweilige Gemeinde auf dem Überweisungsträger erwähnen und dann noch dazu den Aufgabenbereich. Gott segne Sie.